Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, was besprechen wir denn heute? Ich habe mein Telefon auch dabei, weil ich habe ein paar Real-Life-Stories mir wieder, was hier im Dorf so los ist, dass ihr mal seht, die Traditionen. Wir hatten ja, wo fange ich denn an am besten? Also, ich will mal so euch erklären, wieso die ägyptischen Frauen ticken, was hier los ist oder wie die Traditionen denn hier in unserem Dorf so sind. Zum Beispiel, ist eine Hochzeit, ne? Donnern sich die meisten auf. Meine erste Hochzeit wusste ich natürlich nicht, wie man da hingeht, ne? Dann sagte ich so zu einer Nachbarin, ja, was ziehe ich denn da an? Ich komme dann und was soll ich denn da anziehen? Ach, zieh dir eine ganz normale, so eine schwarze Abaya und ein Kopftuch, kein Problem. Ganz normal eben. Okay. Na ja, habe ich gemacht, ne? Ich mit meiner ganz normalen Abaya, dunkles Kopftuch, will ja nicht so auffallen, weiß man's, ne? Komm da zu dem, die Nachbarin hat mich sogar abgeholt, genau, wir sind zusammengekommen. Kommt die da aufgedonnert, Leute, Glitzerkopftuch, Glitzerschal, du denkst Marilyn Monroe, die islamische Marilyn Monroe kommt. Ich denke mir so, hä? Aber, weißt du, das gibt's doch nicht. Zu mir sagt sie, ich soll so, ja, dunkle Abaya, Kopftuch ist so ganz egal. Hallo, und die kamen da voll aufgestylt. Die Leute haben mehr auf die geguckt als auf die Braut, ne? Wahnsinn. Aber weißt du, solche Frauen gibt es ja auch in Deutschland, ne? Ach, ich gehe nicht besonders, ach, ich ziehe mich ganz normal aus. Und dann kommt die Minirock, High Heels, die voll aufgedonnert, Make-up, Parfüm. Gibt es auch in Deutschland. Also da tun sich die Ägypterinnen nicht, ne? Vielleicht ist sie auch eifersüchtig gewesen, dass sie besser aussieht an dem Tag als ich. Also mir ist es ja sowieso egal. Ich ziehe mich sowieso nicht extrem da auf Hochzeiten an. Höchste der Gefühle ist mal ein Glitzerkopftuch, ne? Also war so übertrieben, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, die ägyptischen Frauen, die gucken mehr auf mich, ist aber so, als auf die Braut. Die beobachten mich regelrecht, ne? Hier, als wir ja diese Verlobungsparty hatten, das war ja hier wie auch Farach, ne? Da war auch das Podest da alles und die war auch beim Coiffeur, also hier beim Friseur und Kosmetiker, die Schwägerin. Und was hat die gemacht? Die total offene Haare, schön gemacht. Die sah aus, die kam dann bei uns, ihr kennt ja diesen Berg da, kam die den Berg hier, den Staubberg runter, die sah aus. Ich so mit meiner, weißt du, so mit der Kamera so gezittert und hab sie aufgenommen. Mir sind die Tränen gelaufen. Die kleine Schwester von meinem Mann kommt da wie Aschenputtel runter, ne? Von ihrem Prinzen. Gut, der Prinz sah ja auch, es ist Geschmackssache, no? Also es ist nicht mein Prinz. Aber die sind glücklich, die war total hübsch, ne? Kommt die da runter und mir sind da die Tränen, ne? Das war das ganze Dorf, wusste, dass ich da geheult hatte. Meine Schwägerin hat mir das war jetzt auch vor 2 Wochen, glaube ich, oder was, war diese Verlobung, war 3 Wochen. Hat mir das erst jetzt vorgestern gesagt, du hast ja geweint wegen mir. Und ich sage, ich habe doch nicht geweint. Wie, wann denn? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, an meinem Farach. Ach so, ja, woher weißt denn du das? Du hast es gar nicht gesehen. Ich habe mich so hinter dem Ding versteckt. Mir sind richtig die Tränen vor Freude, ne? Kennt ihr das? Wenn man sich so, das ist für mich, auch wenn meine kleine Schwester einen Auftritt hatte, wo sie früher in der Schule, weißt du, so der nächste Step im Leben oder meine Tochter. Jedes Mal, wenn irgendwas im nächsten Leben passiert, so ein Schritt ins Leben rein, da bin ich ganz sentimental, da weine ich immer, ne? Also, wie gesagt, das wusste ja auch das ganze Dorf, die beobachten ja einen da auch immer. Und ich soll ja immer mittanzen auf dem Farach. Yalla, yalla, zeig, wie du tanzen kannst. Du kannst doch gar nicht tanzen. Ich will aber nicht tanzen. Also von dem her mache ich nicht. Wie gesagt, ich hock mich da hin und ich setze mich da hin und guck zu, wie die da alle ausflippen. Also das ist ja immer getrennt, die Hochzeiten, ne, bei uns im Dorf. Frauen hier, Männer da. Aber im Endeffekt sind trotzdem nicht getrennt, weil da ist ein DJ, der sieht ja auch die Frauen. Das fand ich halt auch komisch, ne? Was heißt hier Frauen getrennt? Der DJ und das Licht und was weiß ich, die ganzen Typen da, die Helfer vom DJ, die sehen ja uns auch, wie wir da tanzen würden, ne? Das ist ja auch, die Frau kommt da mit dem Niqab zur Hochzeit. Und dann setzt sie sich hin und öffnet es. Aber die Typen sind ja, die sieht es ja auch. Also von dem her, das ist alles nicht so. Mir hat das nicht so gefallen. Deswegen, also ich komme da hin und setze mich hin. Ist ja schon schlimm genug, dass wir da geschminkt hingehen als Muslimas. Yalla. Was habe ich noch? Ah, ägyptische Frauen, die gucken dich ganz genau an. Nicht, dass du denkst, die gucken nur so. Vielleicht machen die das unauffällig, aber eigentlich die meisten gucken richtig. Hast du auch Haare im Gesicht? Die gucken dir ins Gesicht, ne? Hast du hier ein paar Härchen? Hast du hier alles gezupft? Ist das alles tipptopp? Und wenn nicht,
Die reden dich auf jedes Haar an, gucken auf deine Finger, hast du hier alles enthaart, weil die ganz normalen Pflaumenhärchen, ne? Die müssen alles glatt sein. Und wenn nicht, fragen die dich, wieso nicht? Lea, du musst es schon machen. Wieso? Also weißt du, das ist immer so krass hier bei uns im Dorf, ne? Was haben wir hier noch? Mafish Mushkila, ägyptische Frauen, genau, die gucken viel genauer. Mit der Schwägerin, das habe ich erzählt. Ah, eifersüchtige Ehefrauen, muss man auch aufpassen. Ne? Wenn ich jetzt alleine auf der Straße laufe und ich treffe jetzt einen anderen Nachbar und wir sind alleine auf der Straße, du bist nie alleine. Da guckt immer einer aus dem Fenster oder. Und wenn du den jetzt, also wenn der dich grüßt, klar, kann man zurückgrüßen. Aber als Frau grüßt man nie zuerst einen Mann. Da wartet man. Wenn der nicht grüßt, grüßt du auch nicht. Und anlächeln und zuerst grüßen, nein. Also ein Mann kann. Wenn eine Frau kommt, ist es, also so sind die Gesetze hier. Ich kann es euch mal sagen, im Islam ist es so, wenn man, wir reden jetzt von Männern, die Männer. Wenn du geritten kommst auf einem Esel oder du kommst mit dem Auto, derjenige, der fährt oder der geritten kommt, der grüßt immer zuerst. Diejenigen, die sitzen oder laufen. Wenn du läufst, und jemand sitzt, bist du auch derjenige, der zuerst grüßt. Wenn du läufst und siehst zwei Menschen entgegenlaufen, grüßt immer der Einzige, also der Einsame, grüßt immer die Mehrzahl zuerst. Komisch eigentlich, ne? Normalerweise, finde ich, müsste das andersrum sein, weil man schämt sich ja, so viele Leute auf einmal zu grüßen. Aber nee, es ist so, der Einzige, der Alleine, der Einsame, ich weiß nicht, wie sagt man da, der grüßt immer die Mehrzahl. Ne? Und so ist es dann, also wenn du geritten kommst, das habe ich gesagt, also jemand, der schneller ist, bei Frauen ist es wiederum andersrum. Es ist so, Frauen sollten eigentlich Frauen grüßen. Und derjenige, der zuerst den Gruß sagt, es ist besser für dich, dann kriegst du mehr Lob, als wenn du wartest, bis du gegrüßt wirst. Allerdings sollten Frauen nie Männer oder mehrere Männer zuerst grüßen. Das habe ich am Anfang auch nicht so. Ich habe halt auch immer zuerst Hallo gesagt, weil das ist ja der Anstand bei uns, wenn du jemanden kennst. Hey, hi, ich sehe dich. Aber da soll man aufpassen, diese Nachbarin, die war da ein bisschen sauer. Ihr Mann, ne, der grüßt mich ja immer ganz herzlich. Ne? Hey, Om Younes, Salam. Und lacht. Ne? Und ich dann auch denke mir, ach ja, wenn der so fröhlich ist, kann ich ja nicht sagen, Salam, wie sieht denn das aus? Ne? Hallo? Du sagst auch, Salam Aleikum, hey, hi. Und lachst, ne? Ich habe schon gemerkt, der Kontakt ist dann weniger geworden zu dieser einen Nachbarin. Dann wusste ich auch, okay, vielleicht lag das ja daran. Ne? Seitdem ich den Mann immer nur so, wenn er mich grüßt, dann sage ich auch, nicke ich mit dem Kopf. Und seitdem ist wieder gut, ne? Hat sie gemerkt, okay, die hat es wahrscheinlich nicht so ganz gecheckt, die Tradition. Mit dem Kopfnicken noch nicht mal die Hand heben, das braucht man auch nicht. Kopfnicken, Salamu alaikum, zurücksagen, seriös bleiben, nicht übertrieben, lächeln, dann ist man am besten. Denn das ist immer die höflichste Form. Klingt komisch, ist leider so. Hm? Also bei uns im Dorf, im Oberägypten. Ne? So, backt eine Frau Kekse, backt die Nachbarin auch Kekse. Was hast denn du das gemacht? Ah, machst du es auch so? Ja, habe ich auch so gemacht. Backst du Brot, am nächsten Tag siehst du, die backt auch Brot. Weil man muss ja immer alles machen, was die Nachbarinnen sagt. Was ich sehr, sehr krass finde, die Tradition hier, wenn du etwas anders machst, gucken sie dich komisch an. Ich zum Beispiel bin sehr experimentierfreudig mit dem Essen. Ich mache Fuhl mit Sahne. Ich finde, es schmeckt so lecker. Ich mache Fuhl auch mit Mais drin. Das ist super lecker. Man muss einfach mal ein bisschen experimentieren. Erzählst du meiner Schwägerin, die ist sehr penibel. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich habe heute Fuhl gemacht mit Sahne. Nee, Sahne, also da kriege ich Durchfall, das geht gar nicht. Und sage ich, oh Mäschi, wenn du es ihr nicht sagst, was drin ist und sie probiert, oh, das ist aber lecker. Aha, da ist Sahne drin. Dann guckt sie immer, ja, ich bin voll oft gemein und mach sowas. Ne? Wenn ich sie zum Essen einlade, dann fragt sie mal, was es gibt, dann sage ich ihr das, sagt sie immer, naja, also so richtig Hunger habe ich nicht, dann beim nächsten Mal. Wenn ich meinen Sohn schicke, jalla, es gibt Essen, dann kommt sie, weil dann, weißt du, da weiß sie nicht, was es gibt. Letztens haben wir gegrillt, das war sogar letzten Sonntag, haben wir gegrillt, da habe ich gegrillte Banane mit Honig und Zimt, habe ihr das gesagt, guckt die mich an, dieses Gesicht hättet ihr sehen müssen. Gegrillte Banane und mein Mann genauso. Und wer hat die meisten gefressen?
gefressen. Mein Mann. Ne? Und gestern hatte ich auch wieder, ich habe Brownies gebacken und habe gedacht, komm, das ist, der Ofen ist noch heiß, wir haben noch hier Bananen, haue ich noch ein paar Bananen rein. Ich glaube, ich habe, was weiß ich, 10, 15 Bananen, so kleine. Die sind ja ratzfatz weg. Mein Mann hat, glaube ich, 6 alleine gegessen. Ne? Und nochmal. Also wir hatten gestern auch wieder das perfekte Dinner. Alhamdulillah. Ne? Man muss sie einfach nur mal probieren lassen und zwingen. Und wenn sie es dann probiert haben, mein Mann kann ich eher zwingen als jetzt meine Schwägerin. Die kann man nicht so zwingen. Naja, aber so ist das. Ja, und jetzt erzähle ich euch mal, was mich voll gestresst hat. Oder meine Schwägerin. Ich habe ja mehrere Schwägerinnen. Eine, die regt mich auf. Ich liebe sie wirklich. Aber manchmal bringt die Aktion, das glaubt ihr nicht. Erstmal tief durchatmen. War ich nicht vor kurzem bei ihr und habe sie was gefragt, weil eine Zuschauerin wollte was wissen über Samen. Das war jetzt sogar gestern, genau gestern. Sehe ich, sie backt gerade Brot. Irgendwelche Samen, ich kannte eine Habet el Sharab, keine Ahnung. Nee, Socken heißt Sharab. Habet el Sharat oder so heißt es. Ich kenne den Samen nicht, meine Schwägerinnen auch nicht. Vielleicht kennt ihr den Samen, das ist so ein roter Samen. Was macht man damit? Könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben. Dann wissen wir das auch. Ne? So. Leute, sah ich da nicht einen riesengroßen Eimer verschimmelten Brot, also verschimmeltes Brot. Alles, was sammelt die da, das Giftbrot, voll schimmelig alles, ne? Da gucke ich sie an und sage, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du dieses Brot dann den Eseln gibst oder deinen Hühnern. Guckt die mich an. Wir machen das seit 30 Jahren so, sage ich. Und wenn es 100 Jahre ist, deswegen sterben ja auch die Tiere. Du kannst doch nicht erwarten, du willst gutes Fleisch von deinen Tieren, du willst gute Leistung von deinen Tieren haben und dann fütterst du mit Müll. Das ist Gift, das ist, ich kann das nicht verstehen. Genauso, ihre Kinder husten seit, jedes Kind hat 3 Jahre diesen richtigen Keuchhusten. Dann habe ich auch gesagt, kauf doch mal jedes Jahr, wenn ich sehe, die Kinder sind krank, geht sie in die Apotheke und kauft voll Antibiotika, das oder zum Arzt halt immer. Ne? Warum kauft sie nicht einmal Honig und zieht eine Woche durch Honigtee, Honigmilch, immer Honig geben? Und jedes Jahr fragt die mich, welcher Honig, der schwarze oder der weiße? Sagt sie immer, ne? Abjad wala aswad? Asal, abjad wala asal abjad? Aswad. Dann gucke ich sie an und denke mir immer, ich erwürg dich gleich. Jedes Jahr sage ich dir das. Der schwarze Honig ist nicht so wirksam wie der weiße Honig. Also Abjad, das ist der Bienenhonig. Der steht im Koran, das ist in unserer Religion, wenn du krank bist, der Honig ist ein Heilmittel, das desinfiziert. Damit kannst du Husten, Erkältungen schneller heilen. Und eine gute Hühnersuppe. Jedes Jahr fragt ihr mich, schwarz oder weiß? Dann habe ich sie jetzt gestern so angemotzt, habe gesagt, weißt du was, mich reicht's. Wenn du mir noch einmal fragst, schwarz oder weißer Honig, erwürge ich dich. Dann lacht die. Wir haben 30, 40 Jahre, kommen wir mit dem schwarzen Honig. Ich habe einmal den Honig gekauft, den habe ich selber essen müssen. Meine Kinder essen den nicht. Dann sage ich, ja, deine Kinder essen den nicht. Deine Kinder sind voll mit Zucker verwöhnt. Anstatt Zucker gibst du mal Honig in den Tee, was du da immer gibst. Das ist doch kein Unterschied. Das merken die Kinder nicht. In Joghurt, Honig rein. Auf dein Brot. Du gibst immer hier Brot mit Käse. Da machst du mal ein bisschen Samna, hier Butterschmalz und Honig drüber. Das essen die auch. Die erzählt mir das nur, weil sie sich schämt, weil sie einfach die 20 Pfund, ich glaube auch nicht, dass sie es gekauft hat. Das sind immer so, weißt du, die sagt immer, Kapper di Marek. So in der Art, lass sie schwätzen, lass sie reden, wir machen es eh anders. Und das habe ich ja gesagt, ich habe die Schnauze so voll von deinen Ausreden. Du sagst immer, du machst. Und im Endeffekt, jedes Jahr kommt die gleiche dumme Frage, schwarz oder weiß? Also weißt du, da hat die mir dann gesagt, hier, nimm mein Brot. Die war gerade fertig, das Brot. Und mach deinen weißen Honig da drauf. Aber ich gesagt, ich brauche dein Brot nicht und ich habe Suppe auf dem Ofen. Heute gibt es nämlich Lachma. Ich esse kein Honigbrot. Da hat die gelacht und ich bin gegangen. Ja gut, wir sind so im halben Streit auseinander, aber im Endeffekt ist sie eh nicht böse. Sie weiß, ich meine es nur gut mit den Kindern und ich kann ja auch nicht böse sein, aber es regt mich immer noch auf. Die kommt auch immer und putzt mein Haus und macht und tut, weißt du. Also die ist wirklich, wenn ich im Urlaub bin, ist die Wohnung hier immer tipptopp. Das ist eine liebe, nette Frau, aber manchmal hier. Das ist dieses von Oberägypten, the closed mind. Der Kopf ist zu, da gibt's nichts Neues, wir machen nichts Neues. Wir machen das so seit 30 Jahren und machen wir es weiter so. Leute, leave me alone. Ich habe alles gesagt. Ja, mehr brauchst du nicht. Das ist das von meinem Dorf. Es gibt positive Sachen, negative Sachen. Mal sehen, wie ich das Video nennen werde. Hat es euch gefallen?
Daumen nach oben. Und ja, ich weiß, jetzt kommen wieder Kommentare. Wie kannst du da leben? Ich bewundere dich. Die Liebe zu meinem Mann, die Liebe zu meinen Kindern. Und die Kinder haben hier ein tolles Leben. Mein Mann hat hier ein besseres Leben als in Deutschland. Und ich habe hier eine Farm mit 1000 Tieren. Ich kann hier besser leben als in Deutschland. In Deutschland müssten wir auf jeden Pfennig achten. Und hier haben wir ein bisschen, ja, und natürlich gibt es hier nicht so viele Regeln wie in Deutschland. Ich fühle mich hier besser. Aber wie gesagt, wir machen dann, wenn wir ein bisschen Civilization wollen, hier ein bisschen die normale Leute sehen wollen, fahren wir nach Hurghada, Masa Alam, Kairo. Ist ja nicht weit. Yalla. Das war's schon wieder von mir. Masalema. Bye. 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 Bye.